Berlin soll brennen, haben Sie gesagt. Brennen soll Berlin. Schauen wir uns mal an, was das hier im Einzelnen bedeutet hat in der letzten Nacht und in der vorletzten Nacht. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Nein, hier brennt es nicht. Es war nur eine kleine Demonstration. Schauen wir uns doch mal hier an, was im schönen Stadtteil Berlin-Neukölln so die ganze Zeit vonstatten geht. So, das war jetzt eine brennende Barrikade. Ihr habt sicherlich etwas Spannenderes erwartet. Nun, dann gehen wir doch gleich mal zur ersten Schlägerei, wie hier die Fäuste fliegen. Schaut mal genau zu. So, die Linken in Berlin, sie fabulieren direkt wieder von Polizeigewalt. Ich habe euch extra nur den Teil herausgeschnitten, wo es so aussieht, als würde einfach der Polizist wild drauf losgehen. Es gibt dazu selbstverständlich eine Vorgeschichte, aber wir warten einfach mal auf den offiziellen Bericht der Berliner Polizei, wie sie diese Situation hier argumentieren. Es gab die ganze Zeit zuvor aus der Versammlung heraus Flaschenwürfe, Steinwürfe und Angriffe auf Polizisten. Pyrotechnik wurde abgefeuert. Und es kam immer wieder zu solchen Szenen, dass sich irgendwelche Leute, die zuvor etwas geworfen haben, versucht haben, an den Hauseingangstüren in den Häusern hier zu verstecken. Es ist spannend, was am Ende hier im Bericht rauskommt, denn gegen den Beamten, den ihr gerade gesehen habt, läuft selbstverständlich ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung. Das hat inzwischen die Berliner Polizei schon bestätigt. Schauen wir mal rein, was es sonst noch so zu sehen gibt in Berlin-Neukölln, im besten Berlin aller Zeiten. Das, was ihr da gerade sehen könnt, ist Berlin-Neukölln, das ist der Hermannplatz. Da gibt es auch ein Galeria Karstadt auf der anderen Seite, wenn er denn noch da ist. Das sind zigtausende Leute, die auf diesen Platz passen. Es ist dort zunächst etwas friedlich geblieben, also wenn man diese volksverhetzenden Ausrufe hier mal außen vor lässt. Allerdings hat sich die Situation natürlich noch etwas zugespitzt. Hier haben wir auch ein Video, wie es tumultartige Szenen gibt und am Ende gibt es hier Zugriff der Polizei. So, ihr habt gesehen, Flaschen sind geworfen worden, Dutzende eigentlich, also man sieht das sehr gut auf dem Video. Und die Berliner Polizei, sie ist dafür bekannt, sie holt die Einzelleute heraus, die in ihren Augen dafür verantwortlich sind. Und da muss man mal sagen, schaut mal zu, wie sie dann auf einmal alle rumkrakehlen können. Jetzt kommt es, jetzt wird's spannend. Da gab es die nächste freiheitsentziehende Maßnahme. Wenn ihr mal sehen wollt, wie viele Leute das sind, ich habe das neben mir hier mal eingeblendet und auf etwas schneller gestellt. Es sind viele. Es sind wirklich, wirklich viele, muss man sagen. Und jetzt mal unabhängig der Position im Israel-Gaza-Konflikt. Da kann man ja nur anscheinend auf der falschen Seite stehen. Also egal, wie man sich hier äußert, das ist immer die falsche Seite. Krieg ist immer scheiße und im Krieg sterben immer Leute. Aber wir dürfen nicht vergessen, die Hamas war es, die angefangen hatte am 7. Oktober und hat kleine Kinder aus Israel entführt. Und da möchte ich mal die Leute hier sehen, wenn auf einmal die Polen kommen und entführen hier unsere kleinen Kinder.
Ich möchte nicht gutheißen, was Israel an manchen Stellen tut. Sie übertreiben maßlos, wie auch die Hamas übertreibt. Aber wer anfängt, kleine Kinder in den Konflikt hineinzuziehen, der muss damit rechnen, dass die Gegenseite ihn in einen Parkplatz verwandelt. Zumal sie ja jetzt immer noch Raketen auf Tel Aviv schießen. Die Palästinenser, sie legen es an auf die totale Vernichtung von Israel. Ich bin kein Unterstützer davon, aber das Verhalten im Konflikt ist ebenso entscheidend wie das Verhalten vor und nach dem Konflikt. Aber wir sind hier bei der Berliner Polizei. Schauen wir doch mal zu. Es gibt hier eine nächste Zugriffsszene. Tja, fass mich nicht an. Wer auf einer Demonstration nicht von einem Polizisten angefasst werden möchte, der sollte besser nicht demonstrieren gehen. Das hat nichts damit zu tun, dass unsere Versammlungsfreiheit hier nicht ausgelebt werden kann, aber es gibt immer noch eine Staatsgewalt in Form der Polizei, die irgendetwas hier versucht zu beschützen. Was genau, ist gar nicht klar in dem Video, ob sie einfach nur ihren Einsatzauftrag abarbeiten, um einzelne Störer aus der Menge zu ziehen, um so zu tun, als hätten sie was getan. Oder ob hier gezielt Straftaten von den Leuten begangen wurden, dazu hat sich die Berliner Polizei bis jetzt nicht geäußert. Dazu müsst ihr wissen, diese Szenen finden inzwischen täglich statt in Berlin. Und selbstverständlich geht das ganze Spiel weiter, wenn die Dunkelheit eingebrochen ist. Ihr seht ganz klar, welche jugendlichen Gruppen das sind. Es sind nicht die, die deutscher Herkunft sind. Das hört man allein schon an der Sprache. Das sieht man, wie sie verkleidet sind, sage ich immer. Und das ist Berlin-Neukölln. Das ist Alltag in Berlin-Neukölln. Diese Szenen haben wir an mehreren Tagen die Woche. Allerdings gibt es hier, damit ihr nicht so traurig aus diesem Video gehen müsst, auch eine interessante Szene. Es gab hier Klimakleber, die allerdings von unsere Neumitbürgern körperlich etwas beeindruckt waren und ihre Klebeaktion jetzt nicht mit solcher Vehemenz fortgesetzt haben, wie wir das von anderen kennen. Super spannend, schaut mal rein. Jetzt steigen sie aus. Achtet mal darauf, wer da aussteigt und was die Klimakleber davon halten. Da war es mit der Solidarität vorbei, da war es mit dem Umweltwille vorbei. Wenn man sich mit dem Falschen anlegt in Berlin, dann ziehen die Klimakleber doch zurück. Und das ist beschämend für die Berliner Polizei, dass hier die Klimakleber vor ein paar Zugewanderten mehr Angst haben als vor der deutschen Polizei. Ja, mein Gott, dann brauchen wir ja doch die Scharia-Polizei in Berlin auf der Straße, dann klebt sich niemand mehr fest. Sarkasmus wieder aus. Das meine ich nicht ernst, aber diese Szene ist bezeichnend für dieses Land, wer hier vor wem Respekt hat und wer hier vor wem Angst hat. Ich weiß es, es hat niemand mehr vor der Polizei Respekt. Ich danke allen Beamten im Einsatz dennoch für ihre schwierige Aufgabe. Man kann es nur falsch machen als Polizist in diesem Land. Und dennoch brauchen wir euch jeden Tag im Einsatz hier in Berlin. Danke dafür, danke, dass ihr diesen Dienst tut. Und es tut mir leid, dass die Politik euch nicht mehr Rückendeckung gibt. Damit bin ich gespannt auf deine Meinung. Berlin soll burn, haben sie gesagt. Berlin soll brennen. Na, dann schauen wir mal, wie lange das noch auf sich warten lässt. Damit bis bald.